Wir gehen jetzt links rum. Nach Epsilon. Also dann hier in den Canyon Richtung Theta rein. Ihr seht ja, wo wir gleich langlaufen. Da vorne hinter der Kurve. Ein kleines Stück rechts und dann kannst du wieder links hoch. Danke. Ach, Faxen, wir können doch hier hoch. Mich eigentlich gar nicht hoch, ne, wir bleiben unten. User left your channel. Und bevor wir nach C3 dann rechts abbiegen, kurz warten. Da sollen unsere Direktfahrer vorlaufen. Hier warten. Epsilon ist weg. Mal schnell Richtung Theta. Guck mal, was auf Epsilon ist. Theta war frei, glaube ich. Ich habe nichts gesehen. Ja, jetzt haben wir gleich den, haben wir sie gleich auf Epsilon 200 Meter an uns. Epsilon 3, 4 Schwere. Abhauen, abhauen. Richtung Theta zurückziehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Muss reichen. Los, schnell, schnell, zu Theta auch. Geht sich aus, die stehen immer noch auf Epsilon und schauen blöd nach oben. Macht ja umso besser. Die da können sie jetzt die Naken locker hin und die Naken und dann haben sie erledigt. Ja, ich probier's gerade. Okay, dann nehmen wir jetzt Theta. Das ist aber nicht von denen. Achtet mir auf eine gute Position, nicht so sehr aufs Ketten. Dass ihr sehen könnt und auch möglichst schnell Entdeckung zur Not. Was geht hier dann? Nix da? Target acquired. Edda, da. Edda. Wo ist denn der Rest? Voll erwischt. Gehst du mal gucken? Ich bin schon unterwegs. Wir sind bestimmt jetzt da, wo wir gestartet sind so langsam. Da können sie auch gerne hin, habe ich nichts gegen. Er ist nicht unter die Brücke, unter der. Und Wundwolf kommt wieder nach Epsilon. Ein Timberwolf. Summoner! Es ist der gerade disconnected ist. Summoner ist disconnected. Timberwolf. Und dann auch den Timberwolf. Target destroyed. New target. Timberwolf sind wir ja nicht. Ja, doch ist er frei. Jetzt könnte er gerade drauf holzen. Und ein Raven, bitte gucken, wo sich die Hauptgruppe lang bewegt. Ja, ich glaub, Dire Wolf. Hauptgruppe erreicht jetzt E3. Beide Dire Wolves gefunden. Sind beide bei E3. Bei F3. Die nehmen jetzt Sigma. Das ist zu weit weg, rücken wir ein bisschen rüber. Ich probiere es, aber ich komme nicht ran. Gamma meine ich nicht, Sigma. Ja, die ganze Gruppe steht da. Die sind alle drauf. Die wollen jetzt auf Capsig gehen. Gehen jetzt auf Gamma. Die sind okay, alle auf dann Gamma. Ein Raven gucken reicht, einer macht Epsilon. New target, ich gehe zu Epsilon. Oder was auch immer frei ist, einer muss gegenkippen. Das ist zu weit weg. Boah Leute, da krieg ich keine zweite Chance. Okay, na klar. Lass sie nicht wegschießen. Die gehen jetzt in den linken Canyon, also über E4. Alter, genagt. Geht in Deckung hier, lasst euch ja nicht von denen zerschießen. Jawohl. Target destroyed. Toll. New target da links acquired. Nova.
Target destroyed. Okay. UAV ist ab. Nächster. New Target. Naja, uns gedeckt. Über D4, E4. Direkt über die Gegner. Weg. Schönes Ding da. So, den Timber. Ich krieg nicht mehr ins Tech. Und jetzt rückwärts zurück. Auf die Entfernung gewinnen sie. War auch zu lang zum Cappen. Leute, ich habe keine LRMs mehr. Wie sieht's bei euch aus mit der Muni? Federn, wir könnten F Gamma nehmen. Okay, macht ihr das. Ich muss weg bei Gamma, da kommt der Wolf. Ich mach Epsilon nur neutral, ich hole dann komm dann zu Gamma. Der rüber. Kommt nicht, Fehler, die braucht die bei Epsilon. Gamma. Okay, alles klar, dann geh ich zu Gamma. Weg. Schön, jawohl. Danke. Edda war C Richtung C5. Sind eh nicht mehr allzu viele da. Target acquired. Edda. Verletzte. Rücken wir jetzt zusammen über C4 dann darüber, jetzt alle, die wir hier oben sind, Alpha, Beta, der Rest. Ach, das ist der letzte. Sobald ich drüben bin. Ah, die Kombo mit dem Tech und Lab, die CM ist echt übel. Jetzt hab ich'n. Das ist eigentlich das, was den Raven ja auch immer gut gemacht hat, so. Weißt du? Wobei ich sagen muss, ja, es funktioniert so lange, bis wir uns das erste Mal erwischen und direkt in den Roll gehen gleich zu Anfang. Da müssen wir halt immer aufpassen. Und es funktioniert auch so gut, weil die einfach bei dem Setup kein ECM haben. Deswegen finde ich auch, ist es vielleicht sogar besser, wenn unsere Atlanten statt den MGs einen Gauss dabei haben, so wie ich jetzt gerade. Aber schon's krass. Na klar ist das gut. In dem Moment, wenn der Raven mich gesehen hat...